Hi, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ich möchte dir heute zeigen, wie du deine defekte Windschutzscheibe reparieren kannst. Und dazu brauchst du nicht viel, sondern nur dieses Set hier und vielleicht noch einen Föhn, Glasreiniger und ein bisschen Zewa. Dieses Scheibenreparaturset von Presto kann nämlich so kleine Steinschläge bis 2,5 cm entfernen. Und wie du das machen kannst, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Und wie es so ist, habe ich natürlich keinen Steinschlag jetzt aktuell in meiner Scheibe. Aber der ein oder andere wird jetzt natürlich jetzt im Frühling oder im Sommer merken, dass der ein oder andere Steinschlag im Winter entstanden ist. Und die möchte natürlich loswerden, weil das ein bisschen nervt. Eins müsst ihr beachten, der Steinschlag darf nicht innerhalb vom Sichtfeld vom Fahrer sein. Es gibt da bestimmte Richtlinien vom TÜV, da dürft ihr sowas nicht reparieren. Da müsst ihr nämlich so eine Windschutzscheibe austauschen lassen. Ist in den meisten Fällen in der Teilkasko mit inklusive. Ja, ich habe jetzt hier mal versucht, künstlich so ein paar Steinschläge zu erschaffen. Und das ist mir ganz gut gelungen, bis auf dieser große hier. Naja, wie ihr sehen könnt, so eine Windschutzscheibe besteht aus VSG-Glas. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn da? VSG, Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas. Ich sehe gerade, es ist ein VSG, ein Verbundscheibensicherheitsglas. Das sind zwei Scheiben zusammengeklebt und in der Mitte ist eine Folie. Das heißt, wenn ein Unfall passiert, dann fliegen nicht tausend kleine Glasscherben oder beziehungsweise spitze Glasscherben durch die Gegend, verletzen euch, sondern die Scheibe bleibt in einem zusammen im Normalfall. So, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen uns erstmal hier um diese Steinschläge kümmern. Und dazu gehen wir dann raus. Draußen angekommen. Warum, weshalb machen wir das draußen? Ganz klar, wahrscheinlich stehen 80% der Autos draußen. Wenn ihr eine Garage habt oder ein Carport, dann solltet ihr das Ganze im Sonnenlicht machen oder im Tageslicht. Denn wir brauchen nachher UV-Strahlen, damit der Harz, der hier drin ist, aushärten kann. Im Übrigen, Scheibenreparatur-Set werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist ganz, ganz günstig und ist günstiger als eine Windschutzscheibe. Ihr habt hier dabei eigentlich alles, was ihr braucht. Eine Bedienungsanleitung auch, aber das ist ja jetzt das Video, was ich euch gebe. So, als allererstes holen wir erstmal alles raus, was wir hier brauchen. So, zack. Ihr habt auch hier dann, glaube ich, Einweghandschuhe. Ich habe die jetzt mal ersetzt durch schwarze. Finde ich schöner, persönlich. Dazu kommen wir später, das ist das Wachs und wir brauchen als allererstes eine Rasierklinge, die ist auch mit im Lieferumfang. Das ist jetzt unser Steinschlag, den kleinen Aufkleber entferne ich jetzt mal ein bisschen und ihr müsst als allererstes die Schadenstelle vom Glassplitter befreien, das heißt ihr geht ein bisschen mit der Spitze bei hier und befreit das Ganze von Glassplittern, die ziemlich lose sind. Denn die würden es später verhindern, wenn wir die jetzt eingießen mit Harz, dass das Ganze nicht wirklich lange dann hält. So. Voilà. Dann nehmt ihr diese Spinne hier. Die positioniert ihr dann so, dass das Loch mittig ist von dem Steinschlag oder von der beschädigten Stelle. Schön festdrücken, falls das nicht halten sollte, aber ich denke, ihr werdet da keine Probleme mit haben, könnt ihr das Ganze natürlich anlecken oder beziehungsweise leicht feucht machen. So, im Anschluss nehmen wir dieses Kunststoffteilchen hier, das könnt ihr auseinanderschrauben, dazu kommen wir gleich nochmal und das schraubt ihr jetzt hier rein, schön sachte, also es darf nicht verkanten und nicht mit Gewalt und dann verspürt ihr einen leichten Druck und dann stößt ihr quasi gegen die Scheibe. Und dann macht ihr das Ganze handfest. Dann nehmt ihr den mitgelieferten Reparaturharz, öffnet diesen, dann könnt ihr aufschrauben, das ist ein Schraubverschluss. Und dann macht ihr je nach Bedarf, ihr könnt es noch sehen, der ist noch verschlossen, das wusste ich nicht. Je nach Bedarf gebt ihr dann 3 bis 7 Tropfen in die Stelle hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen schwer abzuzählen, aber es geht. Natürlich dürft ihr jetzt hier nicht irgendwo hier diesen Harz auf eure Windschutzscheibe rauftröpfeln, könnt ihr aber später auch wieder entfernen mit der Rasierklinge. Jetzt nehmen wir das Gegenstück
und schrauben das auch fest. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Wir drücken nämlich jetzt damit das Harz in die Schadenstelle, in die Risse hinein. Und dann solltet ihr euch ins Innere bewegen vom Auto und das von der anderen Seite überprüfen. Sieht gut aus und jetzt heißt es 3 bis 5 Minuten warten, beziehungsweise 7. Wer mag, kann jetzt nochmal mit dem Föhn beigehen und das Ganze föhnen. Nach ungefähr 7 Minuten könnt ihr das Ganze jetzt auch wieder lösen und wiederholt den Vorgang. Im Anschluss könnt ihr das Ganze jetzt entfernen. Hier gibt es so kleine Nupsis, dann könnt ihr die Saugknöpfe einfach entlasten. Vorsichtig, ist ein bisschen warm geworden. Und man kann jetzt schon leicht erkennen, dass die Risse weniger geworden sind. Und jetzt stand in der Anleitung, übrigens, das Set könnt ihr auch öfters verwenden, beziehungsweise für mehrere Steinschläge. Und jetzt gebt ihr einmal nochmal hier auf die Schadenstelle ein paar Tropfen und deckt das Ganze mit einer Folie ab, die mitgeliefert worden ist. So. Und stellt das Ganze unter einer UV-Lampe oder in die Sonne. Nach ca. 10 Minuten zieht ihr die Folie ab. Ich habe das ja schon vorher getan, weil ich sehr, sehr neugierig war. Und dann könnt ihr den überschüssigen Harz mit der Rasierklinge vorsichtig abschaben. Und danach bin ich mit Glasreiniger rübergegangen und habe das Ganze gereinigt. Und ihr könnt sehen, man sieht jetzt noch einen kleinen Punkt. Ich vermute mal, dass ich nicht so lange gewartet habe, dass meine Geduld nicht gereicht hat. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und wenn wir uns mal ein Vorherbild jetzt anschauen und jetzt im Vergleich das Nachherbild, die ganzen Risse sind alle weggegangen. Eine richtig coole Sache. Ja, ich wollte es anfangs auch nicht glauben, aber es funktioniert. Wieder mal einen Haufen Geld gespart. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Unten in der Videobeschreibung, die ist jetzt neuerdings irgendwie an der Seite vom Video, wenn du auf dem Laptop das anguckst, oder direkt unter dem Video, irgendwo ist eine Beschreibung zu diesem Video. Da findest du alle Infos, aber auch weitere Videos, Thema Alufelgen reparieren, wenn du so Schramm hast, wie du das ausbessern kannst. Reifenwechsel mit einem Schlagschrauber 1720, ich weiß nicht was, schlag mich tot, Newton vom Parkside oder einen von Milwaukee. Es gibt ganz, ganz viele Videos, wie du dir selber Möbel bauen kannst, wie du dir einen Designertisch bauen kannst, wie du deine eigene Werkstatt einrichten kannst, wie hier. Und. Wie du tapezieren kannst, streichen kannst. Also alles rund um das Thema Mister Handwerk, rund um das Thema Handwerken. Da bist du genau richtig hier. Ich würde sagen, abonnieren nicht vergessen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Handwerker-Daumen nach oben. Dann sehen wir uns nämlich nächste Woche. Aktiviere die Glocke. Und nächste Woche am Freitag gibt es ein neues Video. Bis dahin, euer Mister Handwerk oder Sebastian. Ciao.